Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Die Schwarze Filmdose Folge. Und zwar In Time 2021. Ein tolles Jahr, nicht wahr? Ja, ganz toll, ich finde nicht. Du findest keinen Film, über den wir reden könnten? Nein, was ist Fear Street? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Wir sprechen heute über die Top 100 Filme des Jahres 2021, die wir alle wahrscheinlich nicht im Kino geguckt haben. Also ich war, glaube ich, in diesem Jahr nicht im Kino. Ich auch nicht. Also auf jeden Fall gab es ganz, ganz tolle Filme. Und ich fange mal hier bei 100 an. Fear Street Teil 3. 1666 kenne ich nicht. Hinter den Augen kenne ich auch nicht. Conjuring 3 kann ich dir was drüber erzählen. Ich glaube, die habe ich gesehen. Aber soll ich dir was sagen? Aber die verschwimmen in meinem Kopf. Ich finde die Conjuring-Teile alle nicht gut. Tatsächlich. Ist auch beschissen. Ja. Weg damit. Hast du das gesehen? Das war cool. Ja, das war cool. Reden wir doch mal über The Tomorrow War. Ja. Kennst du den? Ja. Das ist der Film von Chris McKay. Mit Chris Pratt. Das ist so ziemlich die einfallsloseste, nein, nicht die einfallsloseste, schlecht umgesetzte Story, die ich jemals gesehen habe. Worum geht's denn da? Das weiß also, die Leute gucken das WM-Finale 2000, scheiße, wann war die WM? Letztes Jahr? 2022? Ich weiß nur, dass Katar. Die Amerikaner immer Fußball mit einbaut, weil Fußball ja importiert werden soll nach Amerika, also in die USA. So wie der Football aussortiert wird, weil den da keiner mehr gucken will, weil das so in der Kritik steht. Ist das so? Ja, es ist so, ja. Interessant. Gut, also auf jeden Fall. Erzähl doch endlich mal. Bitte. Auf jeden Fall kommt Chris Pratt, guckt Chris Pratt das im Fernsehen und dann kommt mitten in der Arena, in der Fußballarena, geht so ein Tor auf. Wir kommen irgendwelche Future-Soldaten raus und sagen: Leute, in der Zukunft, wir kommen aus der Zukunft und wir haben dann Krieg gegen irgendwelche Aliens. Und ihr müsst jetzt alle mitkommen, weil wir haben keine Soldaten mehr. Das macht total Sinn, oder? Das ist eine grandiose Idee auch vor allem, ne? Also wenn man so überlegt, wie Zeitreisen sonst immer so dargestellt werden, dass man dann lieber die Vergangenheit nicht verändern sollte und wenn man dann irgendwie alle Männer dann da wegholt. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Aber gut, in dem Film funktioniert das irgendwie, aber der Film funktioniert nicht so richtig. Also das Beste ist tatsächlich noch Chris Pratt und so ein paar Action-Szenen auf irgendwelchen Dächern. Ich meine, als sie da ankommen zum Beispiel. Also die haben das eigentlich ganz cool gemacht, weil das ja so gefährlich ist, diese Zeitreise zu machen. Ne? Also ganz am Anfang, da müssen die natürlich aussuchen, wer kommt jetzt mit und wir haben uns das genau ausgerechnet. Okay, die haben es sich genau ausgerechnet. Die haben irgendwie die Daten, was mit den Leuten passiert und die nehmen irgendwie nur da Leute mit, die sowieso in den nächsten Monaten sterben oder so, ja, Krebs haben oder nie Kinder kriegen und nie irgendwas Wichtiges für die Welt machen und dann rechnen wir das so aus und nur diese Leute nehmen sie mit. Und Chris Pratt ist übrigens auch einer von denen, wie nett übrigens. Naja. Das erfährt er ja erst später. Ja, ja, richtig. Genau. Und dann kommen die da irgendwie, fallen die da alle auf einem Hausdach rauf und dann kämpfen die und dann, ich weiß schon gar nicht mehr, wer die Bösewicht da war. Aliens, die sowieso schon immer auf Erde rumlebten. Guckt es euch an. Nee, guckt es euch nicht an. Das ist so einfallslos. Also jeder Mensch, der auch nur ein Witzelchen Kreativität besitzt, wird lachen. Die ganze Zeit. Kommen wir zu einem Japano-Horror-Krams. Japano wahrscheinlich nicht mal. Ist wahrscheinlich wieder ein koreanischer, weil die US-Amerikaner haben Korea so gut wie übernommen. Wusstest du das eigentlich? Deswegen kriegen sie so ein Gefühl. Ach so, nee, das wusste ich nicht. Das liegt nicht an der Tradition. Das ist nicht interessant. Reden wir über das Handys. Ach, das war der mit dem Schwanz im Kopf. Der Schwanz im Kopf. Was mich zum ersten Mal da war, das haben wir auch abgeguckt, das habe ich schon zwei, drei oder öfter gesehen. Ja, in Home-Videos und so, aber... Das guckst du für Home-Videos? Ja, es geht darum, dass einfach eine Seuche ausbricht und dann werden die Leute zu Zombies und fressen sich gegenseitig auf. Also der Kram, der immer passiert, nur schön... Es werden ja nicht so Zombies, sie werden nur sauer. Ja, genau. Richtig. Warum das dann The Sadness heißt, weiß ich zwar auch nicht mehr. Vielleicht werden sie erst traurig und dann sauer. Weil die dabei weinen. Ach so. Genau, so war das. Die werden irre, drehen durch. Das ist ja wie bei The Crying Freeman, der immer eine Träne von Gott von ihm umgebracht hat. Weißt du, was man macht? Nein, ja, das war cool, das war gut. Das war ein toller Film. Das kann man über dieses Frame ja reden. Dieses Frame, dieses hier ist scheiße. Das, ja, das Sadness
ist ein geiles Splatter-Feuerwerk, ganz nett, ganz grausam, ganz eklig gemacht. Aber so wirklich Inhalt hatte der dann auch nicht. Leider hätte man da noch ein bisschen... Mit mir drehen sie mal die Fortsetzung. Der heißt dann The Fatness. Ja, ja, ich weiß nicht mehr. Ja. Ja, mehr würde ich auch nicht mehr sagen. Das ist auch völlig ausreichend. Ich habe, also meine Eindrücke sind auch, ein bisschen gruselig ist das schon, weil die immer von so einem Typen, von so einem eigentlich ganz normalen, durchschnittlichen, weiß was ich, ist es ein Banker oder so? Kann ja, ein älterer Typ. Der sieht eigentlich ganz harmlos aus, aber der verfolgt die dann die ganze Zeit. Und der ist wirklich ganz schön gruselig, so ein bisschen. Aber das Ende war auch nicht so dolle. Und nee. Das ist, so ein Ticken vom, ja doch, entfernt. Ja, ja. Aber leider nicht falsch. Ich habe den tatsächlich schon zweimal gesehen. Ja, gut. Das macht mich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. So, hier haben wir jetzt den, der ist nur auf Platz 75. Für mich aber der beste Film der letzten Jahre und der Zukunft und aktuell und auch noch in 10 Jahren, Boss Level. Natürlich Boss Level ist so ein herrlicher Film. Ja, der ist von der ersten bis zur letzten Sekunde unterhaltsam. Der ist einfach unterhaltsam. Der Inhalt, der ist schön, der ist toll, die Schauspieler sind klasse, der Humor ist super, der Splatter-Effekt ist super, da stimmt einfach alles. Ja, es ist genau was für dich und auch so ein bisschen was für mich. Aber der beste Film der Weltgeschichte, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich liebe ja eigentlich so Zeitschleifen-Sachen und Zeitreisen generell und so, mag ich ja voll gerne. Und wenn man dann auch noch ein bisschen erfährt, was dahinter steckt und wie man es vielleicht umgehen kann, das ist ja was erfährt man dann. Im Grunde schon. Und ich meine, der Name ist natürlich auch Programm, weil er muss sich da durch mehrere Stages kämpfen und am Ende ist dann der Bosskampf angesagt. Ja, und so nach dem Motto, er steht morgens auf und alle versuchen ihn umzubringen und er weiß gar nicht warum. Und jedes Mal, wenn er dann wieder drauf geht, dann fängt das da wieder an. So wie tödlich grüßt das Murmeltier im Brutal. In ziemlich brutal. Ja, genau. Und er sagt immer, ich habe noch nie bis mittags durchgehalten. Und auf einmal schafft er mehr als mittags. Und dann sagt er, okay, jetzt will ich auch rausfinden, was dahinter steckt. Und dann geht's weiter. Geht immer weiter. Und es ist so geil. Und tödlich schnetzelt das Murmeltier. okay, Eternals. Ach Gott, das hast du gesehen? Ja, da willst du wirklich drüber reden? Ehrlich gesagt nicht. Also okay. Das ist Marvel-Quatsch. Irgendwelche. Für 12-jährige Mädchen. War das Roboter? Für 12-jährige Mädchen. War das Roboter? Nein, das sind Menschen, die nur während Thanos zum Beispiel da war, gar nicht da waren. Die haben geschlafen wahrscheinlich als Thanos. Die haben geschlafen, ja. Die hatten Befehl, nicht einzugreifen. Ja, ja. Die sollen irgendwas machen. Ah ja, genau. Die sollen die Welt vor einem Celestial oder wie heißen die Viecher noch? Also es gibt so gottgleiche Viecher, die ihre Eier quasi in einen Planeten reinlegen und da brüten die dann. Und dann kommt der Celestial, was glaube ich, raus und macht die ganze Erde damit natürlich kaputt. Das bin ich. Und dann ist das ein neues Gotteswesen. Das bin ich. Und also die Erde sozusagen als Eizelle für dieses Vieh. Ja, ja. Und der ist schon so ausgewachsen und so groß, dass der die Finger rausstrecken kann aus dem Meer. Aber das macht nichts mit der Erde. Das ist alles gut. Ja, ja. Außer, dass dann so eine riesige Hand aus dem Meer guckt. Ja, ich hab mir gedacht, ich lebe ja hier, ich mache das jetzt nicht heute kaputt, ich mache die dann nächstes Mal. Also nach Sinn sollte man danach nicht suchen oder nach einem interessanten oder unterhaltsamen Film, weil der ist sehr lang, sehr langweilig und auch sinnlos. Das war meine Rede dazu. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Da. Ja. Oh, was ist denn hier passiert? Also, nix. Gut, wir können hier vielleicht mal kurz Matrix Resurrections ankratzen. Ich fand den ganz schlecht. Ach, oh Gott, den habe ich schon wieder verdrängt. Ohne Mist. Ja. Wie schlecht der war. Der war wirklich schlecht. Ich hätte ja noch Jungle Cruise, den habe ich nicht gesehen. Das ist ein Remake von 1956 oder sowas. Ich wollte ihn mal gucken. Ich bin nur mit Dwayne The Rock Johnson, ja. Den habe ich nicht geguckt. Aber zu Matrix muss ich tatsächlich nochmal sagen, sie haben was Neues versucht. Sie wollten so einen Meta-Take daraus machen, dass Matrix tatsächlich eigentlich nur ein Spiel ist und er sich aber doch immer noch in der Matrix befindet oder so ähnlich. Oder und dann wieder zurückgeht und das war aber alles dann doch nicht so und dann war es aber doch so. Nur hat die Matrix das Ganze geändert, beziehungsweise die Maschinen haben das irgendwie wieder zurückgeändert, dass er alles vergessen hat und Trinity ist auch verheiratet an einen anderen Typen und all so eine Kacke, weißt du, und dann küssen die sich am Ende, glaube ich, nochmal. Ich habe das alles schon wieder vergessen, weil es beschissen war. Interessiert mich. Es tut mir leid, aber ich muss mal was finden, wovon ich begeistert war oder sowas. Das war dann, was ich zumindest sagen würde, okay, das ist gut. Zum Beispiel Pig, der mit Nicolas Cage. Ja, den fand ich schön.
Also nach dem Trailern dachte ich immer so, das wäre irgendwie so ein Killerfilm oder so, weißt du? So wie dieser typische Grumpy Old Man geht nochmal auf den Rachen. Ja, aber in Wirklichkeit ist es John Wick in schlecht. Mit John Wick hat das so gar nichts zu tun. Doch, jemand klaut sein Tier und der ist da hinterher. Naja, so ähnlich. Ja, gut, okay. Wenn es um geklaute oder irgendwie missbrauchte Tiere geht, wird das Schwein eigentlich gefickt. Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Es wird dann am Ende tatsächlich ein bisschen nach diesem Ratatouille-Film von Disney, Pixar, keine Ahnung. Ja, gut, erinnert. Es erinnert so ein bisschen daran. Weil er ist nämlich gar kein Killer, er ist nämlich ein Koch. Und er kocht die Leute quasi zu Tode. Also nicht zu Tode, also er kriegt, was er will, weil er der unfassbarste Koch auf der Welt ist. Ja, irgendwie so war das. Ne? Also, ja. Es war ein sehr verwirrender Film. Ich fand ihn schön. Also ich möchte auch, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, es tut mir leid, Nicolas Cage, ich fand dich toll. Du warst der Held meiner Jugend mit The Rock, mit Con Air auf jeden Fall, aber du bist nichts mehr. Geh einfach in Rente. Ich weiß, du kannst dir das nicht leisten, weil du dein ganzes Geld verballert hast und jetzt Billy Scheiße machen musst. Hey, aber Cage ist Cage. Na, ja, eben, und Cage ist Cage, was er jetzt ist und ich möchte ihn nicht mehr sehen. Das und das Schwein war Trüffelschwein. Genau wie jetzt der Nosferatu, wie heißt der Film, der jetzt rauskommt? Wo er Dracula ist, ja. Genau, und diesen Film gucke ich nicht. Aus zwei einfachen Gründen. Drei einfachen Gründen. Renfield, die Sonne geht mal auf Renfield. Cage spielt mit, wird bestimmt wieder ganz albern. Zweitens, dieser Aquafina macht da mit und die kann ich so nicht leiden. Die ist so scheiße. Bitte wer? Wirst du sehen, die ist ganz furchtbar, hat auch eine eigene Serie und die ist ganz, ganz furchtbar. Ich werde mir den angucken. Und der Renfield spielt, ich finde das einer der schlechtesten Nicholas Hope, die Hollywood zu bieten hat. Wenn ein Film mit dem läuft, das ist also Blaue Beast von. Ja, ich weiß, und das war ganz albern. So, jetzt können wir das abhaken. Jetzt können wir nämlich zu Candyman, der Neuverfilmung. Oh Mann, darüber habe ich schon genug gesagt. Ich wollte eigentlich nur mal erwähnen, der ist nicht schlecht. Diese Endsequenz, dafür lohnt sich der Film irgendwie an sich schon, fand ich. Nur den Hauptdarsteller, den konnte ich nicht aufs Feld gucken, wie du immer so schön sagst. Ich mach den nicht. Der hat es den ganzen Film irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht, aber gut. Ah, ich fand, dass das war. Wobei er ist von einer meiner Lieblingsregisseure. Es war mir ein bisschen zu schwarz-weiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der Ding ist ja auch von Nick Pearl, John Pearl. Ja, aber für mich einer der großartigsten Motherfucker auf diesem Planeten. Aber nicht so geführt, sondern nur produziert und so. Ja. Aber trotzdem. Nee, der war aber. Das Problem bei dem Gruselfilm ist, wenn er nicht gruselig ist. Und das war der. Ja, kein Stück. Das stimmt. Der alte Candyman, das war ein geiles Ding. Das war so eine Legende. Und dann musste man sich von Spiegel stellen und fünfmal Candyman sagen und so. Und dann kam der und hat einen aufgeschlitzt und solche Sachen. Und dann hat man noch ein bisschen die Background-Story erfahren und die Schwester von Michael Madsen hat damit gespielt und so. Der Soundtrack ist übrigens grandios. Die kann ich mir ständig anhören. Ich meine, die lebt noch. Ja, stimmt, der Soundtrack ist gut. Ah, die Tussi von Madsen, wie heißt sie denn noch? Virginia Madsen. Ja, die lebt noch und die ist heute voll alt, aber man erkennt sie noch. Ich fand die früher ziemlich hot. Aber egal. Jedenfalls, den könnt ihr euch angucken. Den hier von 21. Wenn die so gut blasen kann wie ihr Bruder, dann. Wollen wir mal kurz. Weißt du, was ich nicht verstehe? Dass Michael Madsen, der wird ja immer mit Tom Dingensbummens. Tom Sizemore verwechselt. Dann haben die ja sogar mal ein Gag draus gemacht in irgendeinem Film, wo die sagen, dass sie mal verwechselt werden oder so. Ja, ja. Und Tony Shawn's Dad. Ganz genau. Aber du weißt ja, was Michael Madsen für einen Lebenswandel geführt hat. Aber Tom Sizemore ist tot. Weißt du? Und Michael Madsen lebt immer noch. Das verstehe ich. Ja, Tom Sizemore ist leider verstorben. Wann? Mein Lieblingsfilm mit ihm, Das Relikt. Was, dieses Monster, was im Museum. Da war er aber nicht so gut. Bei der James Ryan war das. Ja, das war ja. Nee. Das war doch eher das, was Steven Spielberg, der besser war. Aber davon mal abgesehen. Guck euch den mal an. Also, Das Relikt. Der arme Tom Sizemore. Ja. Der ist von gut. Entschuldige, dass ich das jetzt. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Der war sehr gut. Wann ist der denn gestorben? Vor ein paar Monaten. Ja, so ein Dreck. Ja, das ist, weil du mich nicht auf Twitter verfolgst. Das interessiert mich ein Dreck. Dann reden wir jetzt mal kurz Army of the Dead, der irgendwie so ein bisschen misslungen ist, weil nach einer Stunde ist das Interesse weg und da hat man keine Lust mehr zuzugucken. Wobei der nicht schlecht ist. Der hat einen guten Wetterfaktor. War das nicht der mit ja, unser Deutschmann. Nein, ich vergesse mal seinen Namen. Der ist Bautista, genau. Genau, ein Zack Snyder-Film, das war gut. Ja. Und er ist hier mit unserem Deutschen, hier, wie heißt der? Der Deutschmann.
Ich habe vergessen. Deutsche jetzt, wo du sagst. Ach ja, unser Mann in Hollywood. Genau. Und der auch schon mit Tarantino zusammengearbeitet. Unser aktueller Mann in Hollywood, weil es gibt ja immer Deutsche in Hollywood, aber gerade ist er aktuell, ich glaube jetzt auch nicht mehr. Ich mag den Schauspieler überhaupt nicht. Wenn ich deutsche Filme mit ihm sehe, muss ich kotzen wie eine Sau. Und ich muss zugeben, dass der in diesem Film die beste Rolle macht. Steht da vielleicht? Nee, steht da nicht. Daniel Brühl? Nein, Daniel Brühl. Ach, verdammt. Ach du, ach verdammt, der Schweighöfer. Schweighöfer. Ach stimmt, der ist so schlecht. Aber in diesem Film ist der verdammt gut. Macht die beste Rolle. Ja, weil er einen verpeilten Deutschen spielt. Ja, eben. Du kannst nichts falsch machen. Kurz Godzilla vs. Kong. Ich habe mich da echt drauf gefreut, weil ich mag große Monster, Action, Feuerwerk. Ach, der war okay. Aber der war... Warte, das erklärt deine letzten Freundinnen. ja, doch, durchaus ganz okay gewesen. Habe ich hier noch was... Ah, Malignant. Malignant. Malignant? Malignant. Wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ich weiß es nicht ganz genau. Das ist ein Film. Darf man da spoilern? Wir spoilern hier, ne? Ich weiß, das ist schon ein paar Jahre her. Den hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Kommt mir aber sehr bekannt vor. Ich weiß auch gar nicht, ob der auf Deutsch jemals rausgekommen ist. Der war in Amerika auf jeden Fall ein Phänomen, weil das so ein Indie-Projekt war. Das ist ein Horrorfilm und das ist eine Tussi, die quasi einen siamesischen Zwilling am Hinterkopf quasi. Den habe ich schon gesehen. Verrat das doch nicht den Leuten. Die wollen uns Entschuldigung, sehen. Der bringt Leute um. Der Film ist geil. Der ist ziemlich brutal. Die erste Stunde dachte ich, ja, ist ja ganz nett oder brutal. Und dann, aber was soll das alles jetzt eigentlich? Und dann kommt wirklich dieses kleine Mädchen, dreht sich die Kamera und die hat diesen bösen Zwilling im Hinterkopf. Ich glaube sogar mit Händen. Ne? Der ist geil. Wir haben schon zweimal gesehen. Der geht ein voller Arsch. Du wusstest gar nicht, wie der heißt. Ja, der Name ist auch ein bisschen spannend. Gut. Lass uns über West Side Story reden. Nein, lass uns nicht über West Side Story reden. Lass uns über das Steven Spielberg auch irgendwie wieder. Ne? Ghostbusters Legacy. Rede mal über Ghostbusters Legacy. Jo, war gut, ne? Was soll man nur sagen? Das ist okay, wenn so eine Hype schon 30 Jahre vorbei ist, kann man sowas ganz schlecht wiederbeleben. Aber es war ein guter Film. Ich fand ihn gut. Ich habe ihn zweimal gesehen. Ist in Ordnung. Ja, also ich fand auf jeden Fall den tausendmal besser als den von 2016, wo ja jeder gesagt hat, man wäre... Hey, der war gut. Ich bin der einzige Mensch, der den gut findet. Was? Ich finde den wirklich gut. Ich habe den zwei oder dreimal schon gesehen. Ja, tatsächlich. Ich meine das ernst. Das raus aus meiner Garage. Das ist wirklich ernst. Das ist kein Scherz, keine Verarsche. Mit den Weibern, dieser Humor mit Chris Hemsworth, den ich ja furchtbar schlecht finde. Aber dieser Humor ist übertrieben, total übertrieben. Aber wie sieht er übersteht, wie das Bildchen in den Arm. Ich könnte mich totlachen. Der ist so toll. Mit dem Telefon. Der versucht, das Telefon in den Aquarium zu bleiben. Ich fand das so gut. Ich fand den witzig. Wirklich. Weißt du, was mich an dem Humor gestört hat? Ich finde so einen Humor ja eigentlich auch echt gut. Ehrlich gesagt. Ich habe auch tatsächlich ein paar Mal Schmutz. Was hast du noch gegen Frauen? Willst du das heute? Ganz genau, das war mein Problem. Nein, das Problem war, dass es ein Ghostbusters-Film war. Ja, aber da waren doch Geister drin. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, da waren Geister drin. Da waren Egan Spengler dabei. Ja, CGI und das war alles sehr, sehr schlimm. Und das stimmt, dabei. Weil man... Nein, der war nicht dabei, aber also das Equivalent dazu. Du willst also damit sagen, dass Ghostbusters 1 kein CGI hat? Doch schon. Okay, gut. Auch schlechtes, aus heutiger Sicht. Ja, das schon. Aber, der hat ja nichts anderes, sag ich jetzt mal, an Schauwerten. Doch, er ist witzig. Nein, und selbst an Schauwerten. Melissa McCarthy, die ich sonst furchtbar finde, ganz furchtbar, die Frau, fand ich in dem Film toll. Also, wo du so begeistert bist, mag ich gar nichts mehr dagegen sagen, ehrlich gesagt. Ja, weil ich nicht verstehe, was dagegen steht. Ich habe auch einfach nicht mehr viel im Köcher, weil es wahrscheinlich auch einfach so meine Sache ist, dass ich lieber einen Ghostbusters-Film gesehen hätte, als großer Ghostbusters-Film, der auch was mit Ghostbusters zu tun hat. Nein. Und da geht es aber mehr um Gags und um improvisierte Gags. Auch es wurde ganz viel improvisiert, das merkt man auch. Und das finde ich nicht lustig. Du willst einfach nur nachquatschen. Du willst jeden auf der Welt nachquatschen. Nein. Doch. Glaub es mir. Ich bin da völlig gechillt rangegangen. Ich habe den auch ganz, ganz früh geguckt. Ich habe also im Kino war ich in Amerika, aber ich habe ihn auf Englisch geguckt. Ja, ja. Und ich habe da vorher so gut wie noch gar nichts von gehört. Also natürlich so ein paar Stimmen, ja. Aber ich habe gesagt, nee, ich gucke mir den ganz unvoreingenommen an. Und die Struktur war ja wirklich ähnlich. Ne? Also das ist so die sind da, also erstmal ist ein Geist auf dem Anfall. Ist genau wie der erste Teil. So fast wie so ein Remake. Aber alles viel schneller, viel ungruseliger, viel mehr Wert auf CGI gelegt. Nicht unterstützendes CGI, sondern einfach Gewitter, bam, 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 überall. Das finde ich ja schon mal scheiße.
Und dann waren die mir zu albern und dann gab es Queef-Witze und so. Und du es hat sich irgendwie nicht so angefühlt, als wenn die dieses Ding ernst nehmen würden. Weißt du, was ich meine? Nee, das war ja gerade das Gute daran. Hätten die das ernst genommen, wäre der Fußball geworden. Du findest also auch sowas wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen scheiße, ja? Ja. Sehr. So ein Loser. Aber den findet jeder scheiße. Weißt du, dass Sean Connery den Gandalf nicht gespielt hat, auf wen die Rolle angeboten worden ist, weil er gesagt hat, oh Gott, das ist Quatsch, ich mach die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Da weine ich heute noch, dass er das nicht gemacht hat. War die richtige Entscheidung. Und Ian McKellen ist auch super. Unglaublich gut ist auch super, sehr. Aber ich hätte trotzdem gerne Sean Connery in der Folge. Nee. Frauenfeindlicher Wichser. Ja, ist das doch, weil er keine Frauen mag. Achso, es geht um Sean Connery. Du auch. Mist, jetzt hab ich jetzt. Okay, komme. Der Film war scheiße, sorry. Guckt euch an. Es ist kein Ghostbusters-Film. Da wäre der mehr groß. Achso, wir wollen ja eigentlich über den hier reden. Ist doch egal, worum es da geht. Mach du mal. Also, der mit den Kindern, der ist schon gut. Der hat gute Szenen. Auch der lebt natürlich viel vom Fan-Management. Den musst du ja theoretisch total kacke finden. Der nimmt sich auch wahnsinnig ernst. Nee, nicht nur. Ja doch, der nimmt sich schon viel, viel ernster, würde ich sagen. Das findest du gut? Also diese Sache im Walmart, das fand ich jetzt auch nicht so toll. Ja, und dieser komische Slimer-Ersatz, der da die ganze Zeit Metallfressen rumspielt, wahnsinnig. Der war okay. Ach, der war scheiße. Der war gefährlich. Der ich mach ihn jetzt nur fertig, weil du mir auch noch fertig gemacht hast. Gut, kommen wir zu Cash Truck. Und Jason Statham in seiner besten Rolle, die ich seitdem gesehen habe. Ohne Mist. Cash Truck ist ein richtig geiles Ding, weil der ist ja auch von Guy Ritchie. Ja, Guy Ritchie ist aber ein schwächerer Film von ihm, fand ich. Fand ich überhaupt. Sehr amerikanisch actionlastig. Worum geht's nochmal? Jason Statham muss sich irgendwie so undercover in so eine Gruppe von Leuten, die irgendwie so eine Bank überfallen wollen, eigentlich. Nein, Cash Trucks. Nee, ach so, genau, er ist ein Bösewicht eigentlich, ne? Nein. Oder ist er ein Bulle? Ja, nein. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß nur, die Action war geil. Er geht in so eine Firma, die Cash Trucks transportiert, um eine Gruppe zu kriegen, die überfallen. Bist du dumm? Das ist doch ein Guy Ritchie-Film, das ist mein Gott. Ja, er ist doch ein Bulle, ne? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es, also von Guy Ritchie, er macht ja nur tolle Sachen und auch der ist völlig okay. Doch. Sag mir einen schlechten von ihm, einen wirklich schlechten. Siehst du, kannst du nicht. Doch. Mir fällt jetzt gerade nur der Name nicht ein. King Richard, Richard. Was? Der war doch gut. Nee, der war doch nicht scheiße. Das war jetzt echt zum Beispiel mal wieder nicht unterstützendes CGI, sondern echt nur CGI, weil CGI irgendwie geil ist, angeblich. Na, zumindest hat er zu viel amerikanisch Krams gemacht an den letzten beiden Filmen, die er jetzt gemacht hat. Die waren okay, die waren aber wieder englischer. Fand ich besser. Ja, Cash Truck. Gut, kommen wir mal zu zwei kurzen Empfehlungen. Einmal Black Widow. Muss man nicht viel drüber sagen. Miss Marvel hat jeder gesehen und wenn nicht, guckt ihr euch an, weil der ist okay. Weißt du, was das Problem bei Black Widow ist? Dass ich schon weiß, dass sie stirbt. Ja, das also nicht in dem Film, sondern es haben der kam ja nach dem Teil, wo sie drauf gehen, raus. Ja, genau. Ja. Und dann wollen wir das auch nicht mehr angucken. Das hat ein bisschen gestört. Aber das ist genau das Problem, was ich mit Andor in der Serie habe. Ich brauche mir das auch nicht angucken, weil ich doch weiß, dass er stirbt. Wer? Der Andor-Charakter. Der stirbt doch in dem einen Standalone-Film, Star Wars Dingsbums. Wicked? Achso, Rogue One. Das ist so derselbe Charakter. Nee, richtig, ja. Hast du recht. Nein, ich mag's was. Ich finde, ja, ich normalerweise auch überhaupt nicht. Deswegen fand ich ja auch hier dieser Aufstand der Vulkaner der unnötigste Film der Welt. aber Black Widow, da stört das nicht, dass die eigentlich schon tot ist. Gar nicht, weil sie spielt gar nicht so eine große Rolle, die ihre geile Schwester spielt, aber auch der Mega steht. Florence Pugh, ich weiß auch nicht, was sie hat. Die ist so irgendwie so Wohnwagenpark, White Trash, Tussi. Genauso kommt die rüber. Ja. Ich glaube, mit der kann man richtig gut saufen und richtig gut boxen. Ja, kann man. Ich weiß es. Ihre Mutter auch. Und zumindest der Film war wirklich gut, weil er auch Dings hier mitmacht. Hopper als Captain Moskau oder wie der da heißt. War okay, guckt ihr euch an. Kommen wir zu Black Phone. Der Film, geschrieben von dem Sohn von Stephen King, fand ich nicht gut. Danke. Ja, du kannst ja gerne erzählen, worum es da geht. Aber oh, da hast du aber The Black Phone nicht... das habe ich gerade gesagt, The Black Phone. Leute, jetzt mal ohne Scheiße, ich meine, ich bin mir nicht ernst. Vielleicht hast du das sehr schlecht ausgesprochen. Ich fand die nicht gut und du sagst, oh, Black Phone. Achso, der mit Ethan Hawke, mit dem kleinen Jungen,
Ohne Mist, die Kinderdarsteller sind super. Ja, und Ethan Hawke ist überhaupt nicht bedrohlich, finde ich, weil es eben Ethan Hawke ist und den, den kann ich einfach nicht abkaufen, dass er einem Kind einen Lolli wegnehmen würde und dass er die im Keller einsperrt, sowieso nicht. Ich fand den nicht bedrohlich, aber es war so ein bisschen Stephen King-mäßig fast so. Ist ja auch sein Sohn. Und ich werde dir an ihm geholfen. Ich würde sogar stimmen, das ist richtig. Der Mann hat mir wirklich nicht zugehört. Ja, hat mich wirklich im Kopf. Du warst. Ich mache mir meine eigene Gedanken, während du redest. Das ist unsere große Stärke. Dass wir uns und wie heißt der Mann? Ethan Hawke. Scott Derrickson. Ethan Hawkman. Verdammt nochmal, wie lange machen wir das? Seit über 10 Jahren, oder? Stimmt, der heißt Ethan Hawkman. Ich hab's vergessen. Reden wir nicht mehr darüber. Mach da weiter. Freak, wir machen jetzt mal einen kurzen Abriss. Ja. Free Guy habe ich gesehen, ist der hier mit Ryan Reynolds. Ich fand ihn nicht gut. Er war ganz niedlich. Nee, ich fand so ein NPC. Aber. Also, das fand ich mal. Ich glaube, dass das große Ding dabei war, dass die so viele Lizenzen hatten. Weil das ist ja ein Film hier von Disney, ne? Da haben sie dann Lichtschwerter drin gehabt und andere Sachen so aus Marvel und so. Und das war irgendwie der große Gag. Weiß ich auch nicht. So, aber jetzt kommen wir ja mal zu meinem Lieblingsfilm, wahrscheinlich aus dem ganzen Jahr, und zwar Nobody. Ja. Mit Bob Odenkirk. Ich liebe ja Bob Odenkirk. Ja, ich auch. Nicht nur wegen Better Call Saul und so. Nein, das ist ja nicht die Kindervorstellung. Entschuldigung, das war mein Podcast, der gerade in der Hose angegangen ist. Wie bitter ist das denn? Okay, also. Nobody mit Bob Odenkirk. Ich liebe diese Busszene. Das ist eine Szene, die könnte ich mir immer und immer wieder angucken. Es wird natürlich ein bisschen quatschig nachher, wenn dann hier Doc Brown noch mit dazukommt und die ganzen Leute bekämpfen und er da mit diesem Schild durch die halbe Lagerhalle fliegt und so. Ja. Aber ich fand den geil. Ich fand den einfach gut gemacht. Er war auch gut geschnitten. Schon alleine diese Szenensequenz, wo er immer und immer wieder vergisst, am Mittwoch den scheiß Müll rauszubringen, weißt du? Das ist schon... Das Komische ist... Das ist einfach gut gemacht an diesem Film. Ist. Es ist nichts Neues, aber es ist einfach besser gemacht, als ich das damals gesehen habe. Ich habe ihn tatsächlich zweimal gesehen. Zweimal besoffen. Ich kann diesen Film... Normalerweise müsste ich ihn gut finden, weil er ist genau wie du sagtest. Er hat das alles und das finde ich alles geil. Er hat mich... Ich finde auch hier diesen Odenkirk oder wie auch immer. Ich kann seinen Namen nicht heißen. Ja, genau. Ich finde ihn super, aber ich konnte mit diesem Film nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht wieso. Es ist ähnlich wie mit... Es ist eine Story, die man tausendmal gehört und gesehen hat. Da fällt schon mal an. Nicht unbedingt deswegen, aber es ist wie Guns Akimbo. Ich meine, da ist Harry Potter mit 2 angenähten Waffen. Wie geil ist das denn? Das denke ich nicht. Irgendwie hat er mir auch nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht wieso. Ich kann es nicht ermitteln. Das stimmt alles bei diesem Film. Geile Schauspieler, abgedrehte Story, Splatter-Effekte. Mir war der zum Beispiel zu schnell geschnitten, fand ich. Der hat irgendwie kaum atmen können und deswegen war seine Verzweiflung auch nicht so groß. Also kam nicht so geil rüber, weil warum reden wir darüber? Der ist nicht von 21 oder doch? Ehrlich gesagt, was? Ach so, welche meintest du jetzt? Ach so, nein, ganzer Kimbo weiß ich nicht. Ich glaube, der ist älter. Ich wollte ihn nur mal als Vergleich heranziehen. Also, wenn ihr den gesehen habt und auch so denkt, ich weiß nicht. Irgendwie. Also, weil ich finde ja halb Kimbo besser. So, weiter. Da ist übrigens noch Old irgendwo dabei. Ne? Nicht, dass du den übersiehst, da ist irgendwie eine Werbeanzeige drüber gedruckt worden. Und über Old möchtest du auch bestimmt was sagen. Ist doch von deinem Lieblingstypi. Okay, da hier nichts, doch hier Shang-Chi ist, über den wir glaube ich nichts sagen müssen. Ja, Shang-Chi, ja. Reden wir doch mal über Old von meinem Kumpel M. Night, M. Point. Wir sind ja Kumpels und der hat ja den Film gemacht. Und wir sind auch immer noch Kumpels. Also ich war voll begeistert von dem Film. Ich fand ihn gut, tatsächlich. Also richtig gut. Ich hab jetzt aber da spielt ja der Typ mit der Warze aus der Hereditary mit. Der tut mir auch immer ganz schrecklich weh, wenn ich ihn angucken muss. Manchmal mache ich dann einfach so und höre ihm einfach zu. Du musst mal auf die Warze stapeln. Ja. Ich mag den als Schauspieler total gerne. Der macht das sehr gerne. Der leidet irgendwie so. Also man guckt dem ins Gesicht und man weiß, er leidet. Wahrscheinlich wegen der Warze. Vermutlich. Oder weil er die ganze Zeit der Spielball zwischen Ari Aster und M. Night Shyamalan ist. Ich glaube, da wird man verrückt. Das kann schon sein. Garantiert. Ja. Also der Film ist hervorragend old. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber wer auf diese abgefahrene Psycho-Stories von M. Night Shyamalan steht, ist auf jeden Fall ganz kurz die Story. Eine Familie und noch ein paar andere Leute kommen an einen Strand und die altern natürlich ganz, ganz, ganz ehrlich. Die fallen, und die kommen auch nicht mehr weg. Die kommen nicht weg. Jedes Mal, wenn sie versuchen, fallen sie um und machen am Strand und der Genialste unter ihnen denkt, pass mal auf, wenn wir hier über Land nicht wegkommen,
Genau, das ist nämlich das Wichtige, was man dazu wissen muss. Man schläft dann ein, wenn man sich da rausbegibt. Ne? Dann wird man ohnmächtig quasi. Und der Genialste kommt auf die Idee, okay, wenn es über Land nicht geht, dann schwimme ich hier einfach raus. Was passiert, wenn man im Wasser ohnmächtig wird? Was passiert dann? Ich würde es versuchen. Ich würde es nicht versuchen, weil das ist ziemlich dämlich. Das stimmt doch da sowieso was. Also wenn ich eine Luftmatratze hätte, dann würde ich es probieren, aber das ist doch dämlich. Du bist also der sich auf die Stelle setzt und stirbt. Nee, ich würde mir, glaube ich, einen klügeren Plan ausdenken. Nee, ist ja auch egal. Ich würde dir niemals irgendwo in den Wald gehen. Weil aber die Frau mit der Knochenkrankheit, das war eklig. Das war gut. Aber die Szene, die ich nicht vergessen habe, nicht vergessen werde, ist die mit dem Kind. Ich reiße es trotzdem mal an. Die nehmen das Kind, frisch geboren, gerade eben ein paar Sekunden alt, aber in Wirklichkeit dann ja schon ein paar Monate wahrscheinlich. Die legen das hin, dreht sich weg, will das Kind wieder nehmen. Nur 3 Sekunden. Es ist tot. Wieso ist es tot? Es ist an Vereinsamung gestorben. Weil diese 3 Sekunden, wo das Kind da lag, ist für das Kind wie 3 Wochen gewesen und es ist an Vereinsamung gestorben. Oh, ja, aber er zieht diese Idee nicht richtig durch. Also es ist so ein bisschen inkonsistent, das Ganze. Aber der Schluss ist einfach eine Auflösung, die man nicht hätte haben müssen. Es wird tatsächlich aufgelöst, warum das so ist. Ja, ja. Das finde ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen entzaubert, das Ganze. Das ist wahr, aber es gibt wenige Ausnahmen bei Dingen, was wir vorher besprochen hatten, war das ja auch so. Da fand ich es okay. Aber in dem Fall fand ich diese Auflösung so logisch wie genial, dass ich sie gut fand. Also doch, hier ist nichts drauf. Nee, ne? Also irgendwie, wir sind hier schon bei Platz 15 übrigens. Mhm. Und auch hier, oh, doch. Also einer der besten Filme, die ich tatsächlich jemals gesehen habe. Na, was denn bitte? Die Justice League von Zack Snyder. Ja. Der Snyder Cut. Der Snyder Cut. 4 Stunden Superhelden, Gewitter, düster, vom Feinsten. Über Francis Patch, Wes Anderson Filme bekommen. Danke. Erzähl ruhig. Da muss man nichts zu mal sagen. Der ist nicht aus demselben Jahr, der hat ein paar Jahre gedauert. Ja, der hat das eingeklagt. Der hat gesagt, ihr habt diesen Justice League rausgebracht, der 2 Stunden ging und furchtbar war. Da hat er gesagt, nee, ich klag das ein, das neu zu machen. Dann hat er, glaube ich, 70 Millionen oder so zugesprochen bekommen. Und dann hat er es in 4:3. Und dann hat er das Ding tatsächlich fast komplett neu gedreht. Ich fand es ein bisschen schade, dass Mann und Schwarz-Weiß geflogen sind. Nein, nicht komplett. Schwarz-Weiß und 4:3. War das Schwarz-Weiß oder war das nur Nein, das war nicht Schwarz-Weiß. Ich glaube, das war nur, genau, in City. War nicht so knallig. Und dieses 4:3, ist das nicht auch, ist das durchgehend? Oder ja. Weiß ich nicht. Ja, ja. Zumindest ist das jetzt ein ernstzunehmender, guter, faszinierender, toller Superheldenfilm geworden. Ich fand ihn tatsächlich auch 1000-mal besser, ehrlich gesagt. Ja. Ich würde mal diese, wenn ich ganz viel Zeit habe, würde ich mir diese Sache nochmal eher angucken als den Original. Wenn ihr mal wieder 4 Stunden habt, zieht ihr euch rein. Der lohnt sich tatsächlich. Ja. Da lernt man den Bösewicht noch mal kennen, weil der ist ja nicht so wichtig, scheinbar, irgendwie für die Story, der Bösewicht. Das ist doch schade. Ja. So, da sind gleich mehrere Sachen drauf. Suicide Squad, den fand ich geil, mit dem Seestern. Ja, den habe ich auch schon 2-mal gesehen, das ist gut. Ja. Der große Seestern. Ja. Und warum hast du dann immer noch nicht die Serie geguckt, die ich dir geschenkt habe? Genau deswegen. Der hat den Typen umgelegt, den ich dann in dem Film wieder gut fand. Der hat ihn ja nicht umgelegt. Doch, hat ihn umgelegt. Mit einer Fliese übrigens. Das erste Fliesenkill in der Geschichte aller Filme. Gut, aber guck dir diese Serie an. Also wir reden von Peacemaker. Peacemaker ist geil. Wirklich, das macht wirklich großen Spaß. Ich gucke ihn mir noch an. Ich habe ihn nicht. Und das Suicide Squad ist auch geil. Wie gesagt, geht da schnell drüber. Don't Look Up, hier mit DiCaprio und so. Das ist so eine... Ach, naja. Nein, ich weiß, es ist für ganz kluge Leute. The Last Duel von Ridley Scott, Matt Damon, Adam Driver. Ohne Mist, ich habe diesen Film 2-mal gesehen. Ich fand ihn grandiose. Welcher ist das? Das ist ein, also es ist so, es spielt im Mittelalter, es wird eine Story erzählt. Ach Gott, eine Frau wird, die ist so scheiße. Wird belästigt von so einem Edelmann, obwohl sie eigentlich verheiratet ist. Eine angeblich wahre Geschichte. Ihr Mann ist immer auf Kreuzzügen und so und ist ganz übel und so. Und dann bumst sie ihren besten Freund, also wird dabei dann erwischt und sagt dann, nö, dein bester Freund hat mich vergewaltigt. Ja, aber die 3 Geschichten werden von diesen 3 Leuten dann hintereinander erzählt quasi. Erst die vom Ehemann, glaube ich, oder so, und dann die von seinem Kumpel, der sie angeblich vergewaltigt hat, und dann ganz am Ende kommt die Geschichte der Frau. Und dann kann man sich, und die,
die Szenen sind natürlich immer ein ganz bisschen anders, weil die das immer anders erlebt haben. Man guckt also Fokus woanders zwei aufnehmen. Stunden lang dreimal den gleichen Film. Ja, aber am Schluss ein stinklangweiliges Duell. Ja, das 10 Minuten dauert und echt Öko ist. Dafür lohnt sich die Stunden nach vorhin. Echt Öko, das kann ich noch gar nicht. Doch, mega Öko. Aber ich fand ihn geil. Also wenn ihr Mittelalter Me Too der Film sehen wollt, dann guckt euch das an. Es ist ein bisschen war... Aber trotzdem... auf die Art ist es mal richtig gemacht, finde ich. Die nicht hier mit dem Presslufthammer in die Fresse gestopft, sondern da kann man zumindest mal danach. Das ist mega hirnlos, weil doch am Schluss, auch wenn die sich umbringen, ist doch nicht raus, wer recht hatte. Das ist doch totaler Quatsch. Hier ist schon klar, dass das im Mittelalter war und die sowas ja, aber gehandhabt haben. Das oder? Mag ja sein. Das aber die haben das einfach gesagt, okay, der hat gewonnen, dann hat der auch recht. Das ist doch. Religion ist immer ein bisschen merkwürdig. Super. Wir nähern uns am Ende. Ich muss doch mal sagen, dass Ben Affleck dafür Goldene Himbeere nominiert war. Als schlechteste Nebenrolle. Er hat doch diesen Prinz oder König gespielt. Ja, gut, der hat einfach Ben Affleck gespielt. So einen versoffenen, verhungerten Typen. Ja. Also, ich fand den ganz cool. Da, was hast du da noch? Auf der vorletzten Seite. Hätte da noch Spider-Man No Way Home. Ja. War geil. War sau geil. Hat mir Spaß gemacht zu gucken. Ja, war denn das mit den Drohnen? Nein, das war Far From Home. Ah, okay, die Home-Sachen, die verwechselt waren. Gut, Titan hätte ich übrigens gerne mal gesehen. Das ist so ein französischer Film, glaube ich, wo so eine Tussi sich in ein Auto verliebt oder so. Muss man gesehen haben. Vielleicht kommst du sie auch mit dem Auto. Ich glaube, irgendwie so war das. Ich meine, das sind ja gleich drei Sachen in Filmen, die ich nicht sehen will. Frau, Autos und Verlieben, das ist alles nicht für mich. Ich glaube, die haben auch Sex. Ihnen den Auspuff. Nee, warte mal. Ist egal, weiter. Ein merkwürdiges Auto. Gut, ja, letzte Seite, die letzten vier Filme, da finde ich keinen guten. Das ist sehr, sehr traurig, denn Licorice Pizza, da habe ich natürlich gesehen. Was? Paul Thomas Anderson, also der bessere Anderson, hat das hier gemacht. Und das ist auch ein sehr langer Film. Ich glaube, geht er 200 Stunden oder so. Geht's um Pizza? Licorice Pizza heißt Lakritz Pizza und es ist wahrscheinlich so gedacht, jetzt spoilere ich das, weil zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen, irgendwie da zusammengedrückt werden, aber es ist irgendwie interessant. Dadurch. Pass auf, das ist nämlich so eine. Alter, wie alt ist die? Ich glaube, die ist irgendwie Anfang 20, so eine Tussi, und so ein 15-Jähriger steht voll auf sie. Und sie sagt natürlich: Ey, Junge, ich gehe nicht mit dir aus. Was soll der Quatsch? So. Der ist aber total clever, der ist auch total geschäftstüchtig, baut ständig irgendwelche neuen Geschäfte auf und wird dann auch irgendwann voll reich und so. Und irgendwann verlieben die sich. Aber dann ist er schon 18, also laut Film. Man weiß es nicht so ganz genau. Also ist es die Geschichte von diesem Jonathan Taylor? Das kann schon sein. Es ist eine sehr langgezogene Liebesgeschichte, die aber irgendwie cool ist. Die hat irgendwie Herz. Und das macht total Spaß, den zu gucken. Und man merkt die ganze Zeit auch nicht. Also der geht ewig lang, über zwei Stunden manchmal. Aber man merkt es nicht, weil das ist wie so eine Serie zu bingen, komischerweise, weil immer was anderes passiert und dann sind die wieder ein Jahr weiter und so und dann, das ist, also ich kann dir echt nur empfehlen, der ist echt toll. Also den einzigen Liebesfilm, den ich gut finde, ist Rocco Siffredi. Natürlich. So, James Bond, keine Zeit zum Heulen, hat aber trotzdem irgendwie geschafft, obwohl er gar keine Zeit dazu hatte. Und, und zum Sterben hat er scheinbar auch noch genug Zeit. Und wie kann man so eine Kacke einfach produzieren? Das war einfach nur rumheulender Bond, der am Ende... warte mal. Dürfen wir das jetzt spoilern? Ja, 2 Jahre, ja, natürlich. Pass auf. Es ist so, die erste Stunde, die ersten 40 Minuten, die sind echt klasse. Das ist gut. Ja. Das ist Bond. Dann kommen 40 Minuten, die total Mist sind und langweilig und kacke und unnötig. Und der Bösewicht viel zu unbeleuchtet. Und die letzten 30 Minuten waren okay. Aber, pass auf, ich hab den mit Prechtus geguckt und der Bösewicht ist ja der Freddie Mercury spielt. Und jedes Mal, wenn er ins Bild kam, dann ist man ihm gleichzeitig, wir haben nur gelacht in der Schlussszene. Das ist das Beste, was man nach dem Film machen kann, glaube ich auch. was soll man dazu sagen? Gut, dass er tot ist. Es kommt hoffentlich jetzt bald ein neuer. Hoffentlich eine schwarze Frau. So, und auf dem ersten Platz hier und in meinem Herzen Dune Volume 1. Genau das gleiche, was wir in den 80ern schon gesehen haben. In den 80ern fand ich gut. Das jetzt war nur eine Kopie. Ja, das in meinem Herzen war auch
ehrlich gesagt, nicht so gemeint. Ich meine, dieses Jahr kommt ja der neue raus, oder ist das Anfang nächstes Jahr? Komischerweise, der Hauptdarsteller, den finde ich gut. Den habe ich vorher in ein paar Filmen gesehen, der hat mir gefallen. In der Szene war mir aber, in der Rolle war mir zu langweilig. Mr. Eulewicht? Ja, ich finde den gut. Der Lappen? Ist ein Engländer. Engländer sind die besten Schauspieler. Das ist doch egal, ob kein Lappen ist. Kann ihn nicht auf den Pelz gucken. Aber den Typen von der den behinderten Helfer von Dracula spielt, den findest du toll. Da ist ein Lappen. Nee. Doch, da ist ein super Lappen. Nee, ich der heißt Lappen, der Klappen. Ich fand den Muskulösen gut, der den einzigen Witz in dem ganzen Film macht. Ja, da fällt dir jetzt nichts mehr zu ein. Und damit wären wir auch schon am Ende. Und das nächste Mal gibt es das wunderbare Jahr 2022. Wer mitgerechnet hat, der ist sofort drauf gekommen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Jahr gewesen. Den können wir doch eigentlich gleich hinterher machen. Nein, das tun wir nicht. Das ist ja schon vorbei, man könnte es ja nicht machen. Ja, das machen wir später. Machen wir jetzt, okay. Tschüss.